Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr Modpacks mit CurseForge installiert. Letztes Mal habe ich euch ja gezeigt, wie ihr es mit dem GD-Launcher installiert, aber manche mögen den nicht so, deswegen zeige ich euch das für CurseForge nochmal. CurseForge hat nämlich einen eigenen Launcher, den mögen einige lieber. Also als allererstes drückt ihr auf den ersten Link in der Videobeschreibung, dann kommt ihr auf diese Seite und ihr drückt dann hier auf Download Standalone. Overwolf ist eine nervige App, muss ich sagen. Deswegen drücken wir auf Standalone. Ich mache das jetzt nicht. Ich habe es schon gemacht. Dann könnt ihr den Downloadort auswählen und ich habe es bei mir auf den Desktop runtergeladen. Also, ihr macht dann einen Doppelklick da drauf. Drückt auf Run. Falls dieses Fenster bei euch nicht kommt, alles gut. So, dann könnt ihr hier eure Sprache auswählen. Ich lasse es bei Deutsch. Geht auf Weiter. Könnt ihr Installationsordner auswählen und dann müsst ihr hier unten die Nutzungsbedingungen akzeptieren und bestätigen, dass ihr mindestens 18 Jahre alt seid. Drückt ihr auf Weiter, nochmal auf Akzeptieren und dann wird es auch schon runtergeladen. Da ist es auch schon fertig. Dann werden euch hier die neuesten Patch Notes angezeigt und ihr könnt einfach wegdrücken hier oben mit dem X. Bei euch ist das jetzt wohl komplett leer. So, dann könnt ihr auf dieses Häuschen drücken und dann könnt ihr hier auf Minecraft drücken. Wenn ihr keine Ahnung habt, was für ein Modpack ihr spielen wollt, dann könnt ihr auf Browse und dann hier einfach durchgucken. Wenn euch eins gefällt, dann könnt ihr hier einfach auf Install drücken. Allerdings, wenn ihr ein spezifisches Modpack sucht, könnt ihr das hier oben eingeben. Wir machen wie im letzten Tutorial Pixelmon. Und dann kommt hier auch schon das Pixelmon Modpack. Wir drücken jetzt einmal drauf, dann haben wir die Overview, wie im GD-Launcher, Overview, Changelog, Screenshots, auch keine Screenshots hier. Die Changelogs, Versions, hier seht ihr wieder, ob es ein Release ist oder eine Beta, also Stable oder eine Beta. Wenn die neueste Version, die ihr hier auf Install bekommt, buggt, dann würde ich euch empfehlen, auf die nächste Stable-Version zu gehen, also auf die nächste Release, keine Beta. Betas buggen meistens rum, allerdings ist hier halt auch die Version entscheidend. Ne? Für die 1.20.2 gibt es jetzt keine Stable-Version. Wenn ihr unbedingt die 1.20 spielen wollt, könnt ihr natürlich die Beta nehmen. Allerdings müsst ihr damit rechnen, dass das Modpack nicht voll ausgereift ist oder buggt. Wir entscheiden uns jetzt hier nochmal für die 1.16.5, also für die neueste. Gehen hier einfach auf Install und dann downloadet das auch schon schnell. So, solange gehen wir mal hier wieder auf My Modpacks. Hier sehen wir schon, die Pixelmon Mod wird gedownloadet. Beziehungsweise installiert. So, da ist es auch schon fertig runtergeladen. Ich mache das hier eben auf Vollbild für euch, weil ihr müsst ja nicht meinen Desktop sehen. Dann können wir auch schon auf Play drücken. Und da startet sich der Minecraft Launcher auf meinem zweiten Bildschirm. Hier müsst ihr euch dann nochmal mit Microsoft einloggen. So, dann drückt ihr hier drauf. Meldet euch mit Microsoft an. Also mit eurem Microsoft-Account. Ich mache das jetzt nicht, weil ich jetzt nicht so das Interesse habe, mit CurseForge zu spielen. Aber für euch sollte es danach fertig sein. Dann startet sich das Spiel und ihr könnt euer Modpack spielen, was ihr wollt. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Schaut auf Twitch vorbei, da spielen wir aktuell Project Architect 2 jeden Tag. Und ciao, Leute.